So, heute kommt mal ein kleines Video, und zwar wollte ich heute mal zeigen, wie der nach dem Umbau fliegt. Und zwar, ich habe ja so einen Umbau vorgenommen und habe hier drauf einen größeren Akku gemacht. Dadurch ist er natürlich ein klein wenig kopflastiger und lässt sich ein bisschen schwierig fliegen, geht aber trotzdem durch den Akku, der 2200 mAh, der jetzt drin ist, fliegt der Flieger natürlich viel, viel länger. Also wir sind ungefähr so bei einer halben Stunde Flugzeit, was dann funktioniert. Und ja, dadurch habe ich jetzt auch so ein bisschen die Anschlusskabel an der anderen Seite. Und da würde ich sagen, probieren wir das einfach mal aus, damit man das auch mal gesehen hat, wie er fliegt. So. Vorflugkontrolle immer ganz wichtig. So. Und los geht's. Ich komme jetzt gleich mal ein bisschen tiefer. Und das Ganze nochmal in die andere Richtung. So, das Doofe an dem Modell ist nur, dass er entweder Motor an oder Motor aus funktioniert. Aber ansonsten lässt er sich ganz gut fliegen und trotz der Kopflastigkeit funktioniert das eigentlich ganz gut. Motor aus. Der gleitet wunderbar. Motor wieder an. Stimmung stimmt noch nicht ganz. Weiter drauf halten. Ich versuche jetzt mal einen Landeanflug. Um ein bisschen länger vorzubereiten dahinter. So, Motor aus. Wir versuchen mal mit einer Landung. Ja, das haben wir ein bisschen vergeigt. Da waren wir schon zu schnell. So, zweiter Versuch. Motor schon aus. Immer noch zu schnell. Nee, das muss man nicht einmal durchstarten. Halt einfach weiter drauf. Das liegt halt am Boden, weil der Boden einfach so uneben ist und deswegen funktioniert es nicht ganz so gut, deswegen, weil die Geräte einfach zu klein sind. Aber ansonsten denke ich mal, war es ganz gut, wenn es gerade gewesen wäre, dann wäre es auch so gewesen. Das soll es erstmal gewesen sein, also von daher, tschüss und danke. Bis